Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 108 Traumata des Krieges. Harry blieb abrupt stehen und wiederholte ihre Worte. Um perfekt als Spion fungieren zu können? Hermine, weißt du, was du damit unterstellst? Sie blickte ihn mit müden Augen an, bevor sie nickte und sagte: Dass Albus nicht nur davon weiß, sondern noch viel mehr damit zu tun haben könnte. Den Kopf schüttelnd und sehr aufgeregt widersprach Harry: Das kann ich nicht glauben, Mine, nicht Albus! Er regte sich so sehr auf, dass er noch verteidigend anfügte: So etwas würde er nicht tun! Beruhige dich mal. Es ist nur eine Theorie, damit könnte ich genauso falsch liegen wie mit dem Dementorkuss, also reg dich bitte nicht so auf, erklärte sie bedauernd. Sie wollte Harry wirklich nicht so auf die Palme bringen, als sie sich jedoch ins Gedächtnis zurückrief, dass es Albus gewesen war, der Sirius und sein eigenes Ableben inszeniert hatte, dann wäre es nicht mehr so abwegig zu denken, dass Albus auch etwas mit Severus' gefühlskaltem Zustand zu tun haben könnte. Der Direktor hatte damals bei niemandem auch nur ein Sterbenswörtchen darüber verloren, dass Sirius gar nicht gestorben war. Er hatte alle trauern lassen. Man könnte sogar zu der Annahme kommen, dachte Hermine, dass Albus sich mit Sirius nur ein Druckmittel verschafft hatte, mit dem er Harry jederzeit in die Schranken hätte weisen können. Vielleicht war der Grund für die sofortige Zusammenführung von Sirius und Harry gleich nach dem Sieg über Voldemort nur eine reine Prophylaxe gewesen, damit aus Harry kein dunkler Lord werden würde. Denn die Freude darüber, seinen Patenonkel wieder in die Arme schließen zu können, hatte Harry vollends eingenommen. »Oh mein Gott«, sagte Hermine plötzlich. »Was?«, greifte Harry. »Hast du noch eine Theorie darüber, dass Albus eigentlich Voldemort ist und ich sein Sohn?« Vorwurfsvoll giftete Hermine zurück. »Du scheinst wohl längst vergessen zu haben, was er dir für Kopfschmerzen bereitet hat.« Da sie das Wort Kopfschmerzen so betont hatte, fielen ihm gleich die Hauselfen ein, die Albus ihm als Spione auf den Hals gehetzt hatte. Und nicht nur ihm, sondern auch seinen engsten Freunden. Und da verstand er plötzlich, dass Hermine sich von Albus nicht blenden ließ, nur weil der ein mächtiger und angesehener Zauberer war. Sie wusste, wozu er fähig sein konnte, und behielt das immer im Hinterkopf, wenn sie ihre Theorien schmiedete. Sie blickte ihn einen Moment lang böse an. Auf der Stelle bereute er seine garstigen Worte, und als sie das an seinen Augen erkannt hatte, verzieh sie ihm und erklärte, Severus wartete auf sie mit dem Frühstück. Sie wäre spät dran. Um sich bei ihr zu entschuldigen, bot er an, dann gehe ich einfach mit und wir frühstücken zusammen. In seinen Räumen hatte Draco sich gerade zurechtgemacht, um zu Susan zu flohen, damit er mit ihr frühstücken könnte. Besonders lag ihm daran, ihr zu sagen, dass er die Schule nicht beenden wollte. Seine Mutter saß an dem Schreibtisch im Wohnzimmer und schrieb einen Brief, wahrscheinlich an seinen Vater, wie Draco vermutete, und so räusperte er sich, um sie darüber informieren zu können. Ich werde Susan besuchen, Mutter. Das ist doch in Ordnung, oder? Sie war in letzter Zeit sehr still geworden und schien viel nachzudenken, was verständlich war, wo doch jetzt wieder alle Erinnerungen an früher in ihr aufgekommen waren. Natürlich ist das in Ordnung, mein Guter.
Grüß sie lieb von mir, sagte sie lächelnd, bevor sie sich wieder ihrem Brief widmete. Vom Kamin aus flohte er direkt zu Susan, die in der Küche gerade damit begonnen hatte, das Frühstück zuzubereiten, und so stellte er sich zu ihr und half. Reiko, sagte sie freudestrahlend, bevor sie ihm einen Kuss auf die Lippen gab. Wie geht es dir? Und wie war das Halloween-Fest? Bist du als Todesfee gegangen mit schwarzer Kutte? Naja, eine schwarze Kutte hatte ich schon getragen, sagte er innehaltend, bevor er sich zu ihr an die Arbeitsplatte begab und ihr bei der Zubereitung half. Als was denn dann? Fragte sie lächelnd. Als Todesser zu gehen, war eine gute Idee gewesen, um den Mitschülern mal einen Denkzettel zu verpassen. Aber schon die Auseinandersetzung mit Severus hatte ihm vor Augen geführt, wie kindisch sein Verhalten gewesen war. Seine Mutter war auch nicht gerade begeistert gewesen. Aber nun Susan sagen zu müssen, welche Verkleidung er gewählt hatte, ließ ein Schamgefühl in ihm aufkommen, welches er selten in seinem Leben verspürt hatte. »Ich habe eine Dummheit angestellt«, sagte er ruhig, ohne seine Augen von der Zwiebel abzuwenden, die er mit einem Spruch würfelte, um sie später zusammen mit den Eiern braten zu können. Susan blickte ihn ganz ernst an und fragte vorsichtig: »Was denn für eine Dummheit?« Er schluckte, und er hatte das Gefühl, eben die Antwort hinuntergeschluckt zu haben, weil er sie nicht geben wollte. Doch der Drang, ehrlich zu ihr zu sein, war sehr groß, und daher gab er murmelnd zu. »Ich bin als Todesser hingegangen?« Aus seinen Augenwinkeln erhaschte er einen Blick auf ihr Gesicht, und sie wirkte nicht enttäuscht oder wütend, sondern besorgt und traurig. »Warum gerade als Todesser?« wollte sie wissen und fragte mit betrübter Stimme. Draco musste nochmals schlucken und erst jetzt bemerkte er, dass es nicht die eigenen Worte waren, die er hinunterschlucken musste, sondern seine aufkommenden Tränen. Im Nachhinein war es ihm peinlich, vor Lehrern und Schülern, vor Severus und Harry, so über die Stränge geschlagen zu haben. »Ich weiß nicht«, sagte er leise, während er nun das Weißbrot schnitt. »Vielleicht bin ich ein wenig rebellisch«, fügte er scherzend hinzu, doch sie erkannte, dass er diese Bemerkung nur holprig herausgebracht hatte. Sie fragte nicht mehr nach, aber sie dachte über sein Verhalten nach, und da sie kein Wort mehr von sich gegeben hatte, und er befürchtete, ihre Gefühle ihm gegenüber könnten sich wegen seines Benehmens geändert haben, sagte er niedergeschlagen und sehr leise: »Severus hat gesagt, es wird niemals weggehen.« »Was wird niemals weggehen?« wollte sie wissen. Er ließ alles stehen und liegen, um sich zu ihr zu drehen, und als sich ihre Augen trafen, da erklärte er: »Das dunkle Mal. Ich werde es immer tragen.« Wieder schluckte er kräftig, aber damit seine momentane Schwäche für sie nicht sichtbar werden würde, sagte er noch scherzend: »Vielleicht werde ich 50, 60 Jahre als lebendes Geschichtsobjekt von Schule zu Schule gereicht, damit jedes Kind mal sehen kann, wie das dunkle Mal auf dem Arm eines Todessers ausgesehen hat.« Sie legte ihr Messer aus der Hand und umarmte ihn, drückte ihn fest an sich, und daher, weil sie ihn nicht mehr sehen konnte, erlaubte er einer einzigen Träne, sich lautlos aus dem Tränenkanal zu lösen. Dicht an seinem Ohr sagte sie leise: »Jeder trägt irgendein Mal, das ihn an die schlimmen Zeiten erinnert, Draco. Es muss nicht das dunkle Mal sein. Es kann eine Kriegsverletzung sein oder eine Wunde im Herzen.« Sie atmete tief durch, bevor sie hinzufügte: »Du kennst meine Schulter, Draco. Das wird auch nie weggehen.« Auf ihrer Schulter befand sich eine Narbe, die sie durch eine klaffende Wunde zurückbehalten hatte.
Eine Wunde, die ihr durch den Fluch eines Todessers beigebracht worden war. Das Schlimmste hatte man heilen können. Doch diese unförmige eine Narbe, lang und breit wie ein Finger und über einen Zentimeter tief ins Fleisch eingekerbt, würde für immer bleiben. Du müsstest mal Harrys Rücken sehen, sagte sie still. Er drückte sie sanft von sich weg und fragte ein wenig erbost. Wieso kennst du Harrys nackten Rücken? Sie lachte auf, bevor sie ihn beruhigte und erklärte. Schon vergessen? Ich war in seinem Team im Orden. Wir alle sind oft gemeinsam losgezogen, wenn wir Informationen darüber erhalten hatten, wo sich... Sie beendete den Satz nicht, denn es war klar, dass sie Todesser gemeint hatte. Die feigen Hunde haben ihn sehr häufig von hinten angegriffen, aber wir wussten das und haben ihm immer den Rücken gedeckt. Trotzdem sind ein paar Flüche durchgegangen. Sie legte ihren Kopf an Dracos Schulter und schilderte. Ron hat es einmal böse am Knie erwischt und er hatte schon seinen Traum begraben, einmal ein berühmter Quidditch-Spieler werden zu können. Luna hat eine lange Narbe an ihrem Kopf, aber durch ihr langes Haar sieht man sie nicht. Und Hermine? Susan verstummte, denn sie hatte versprochen, niemandem von dieser Wunde zu erzählen. Aber Draco wollte es wissen und fragte nach. Und Hermine? Darf ich nicht sagen. Ich hab's versprochen. Wo ist sie verletzt worden? Fragte er neugierig. Sie verließ seine warme Schulter und lächelte, bevor sie den Kopf schüttelte. Doch dann sagte sie. Rechter Unterschenkel. Aber mehr bekommst du aus mir nicht heraus. Außerdem müsste ich dich töten, wenn ich erfahren sollte, dass du das jemals irgendjemanden... Draco unterbrach sie mit einem Kuss, bevor er klarstellen wollte. Diese Kriegswunden sind etwas anderes als das, was ich trage. Sind sie das? Sie sind nicht vergehende Erinnerungen an Entscheidungen, die wir einmal getroffen hatten. Ich weiß, warum du es trägst. Und unser Kind wird es später auch erfahren, und zwar von seinem Vater persönlich. Ich glaube nicht, dass er oder sie... Sie strich sich über den Bauch. ...dich verurteilen wird, weil du alles daran gesetzt hattest, deine Familie in Sicherheit zu wissen. Noch während sie den Frühstückstisch deckten, diskutierten sie ruhig darüber, dass Draco die Schule nicht beenden wollte. Letztlich wäre es seine Entscheidung, hatte Susan gesagt. Doch sie hatte ihn dazu bringen können, zunächst abzuwarten, was Dumbledore zu der ganzen Sache sagen würde. Außerdem hatte Susan ein Argument hervorgebracht, welches ihn dazu bewegt hatte, nachzudenken. Denn sie hatte gefragt, ob er wirklich möchte, dass alle Schüler, und wenige waren es nicht gewesen, ihn mit seinem Auftritt als Todesser in Erinnerung behalten wollten. Denn wenn er dem Unterricht jetzt fernbleiben würde und er die Schule nicht beenden sollte, würde das Letzte darstellen, das sie mit ihm in Verbindung bringen würden. Draco in einer Todesserrobe. Draco und Susan begannen ausgelassen zu frühstücken und derweil, in seinem Kerker sitzend und wartend, blickte Severus auf das Tablett, welches ihm eine Hauselfe namens Shibby, die noch den Nerv besessen hatte, sich ihm persönlich vorstellen zu müssen, vor 20 Minuten gebracht hatte. Hermine war noch immer nicht von ihrem Spaziergang mit dem Hund zurück und Severus knurrte bereits der Magen. Er entschloss sich dazu, sich zumindest schon einmal einen Schluck Kaffee zu gönnen, während er weiterhin auf sie wartete und er seinen Magen mit dem wohlriechenden Duft des Essens quälte, welches er allein nicht anrühren wollte. Es stimmte ihn misslaunig, dass sie sich so viel Zeit nahm und ihn warten ließ. Für einen Moment überlegte er, ob dies möglicherweise eine Retourkutsche für sein Verhalten in letzter Zeit sein könnte. Doch andererseits war es nicht ihre Art, die stumme Eingeschnappte zu spielen. Sie war eher der Typ, der ihm verbal mit unschönen Situationen konfrontierte. Oder aber handgreiflich werden konnte, wenn sie sich ihm nicht gewachsen fühlte. Er dachte in diesem Moment daran,
wie sie ihn mit Seegras beworfen hatte, und er musste deshalb tatsächlich schmunzeln, denn im Nachhinein fand er es urkomisch. Während er auf der Couch saß und wartete, wurde ihm erst bewusst, wie sehr sein Hund ihm die Einsamkeit im Leben nahm. Wäre er jetzt bei ihm, würde er längst neben Severus auf der Couch sitzen und brav warten, bis zufällig etwas vom Teller fallen würde. Das Betteln hatte er ihm von Anfang an abgewöhnt, und der Hund hatte schnell verstanden, dass er gar nichts bekommen würde, sollte er sich aufdringlich verhalten. Im Beisein von Harry oder Hermine hatte er sein Haustier jedoch nie etwas gegeben. Rückblickend hatte Severus sich schon häufig Gedanken darüber gemacht, was ein nur wenige Wochen alter Welpe im verbotenen Wald zu suchen gehabt hatte. Als er eines Tages Hagrid daraufhin angesprochen hatte, konnte der Halbriese nur mit den gigantischen Schultern zucken, denn auch er hatte keine plausible Erklärung parat. Der Hund war kein Animagus und auch kein magisches Wesen, denn das hatte Severus bereits ausführlich getestet. Harry war ein ganz normaler Hund, der unter mysteriösen Umständen allein im Wald darauf gewartet hatte, von Severus gefunden zu werden. Die Tür zu seinem Wohnzimmer ging auf und Hermine trat herein, dicht gefolgt von Harry, der ihn gleich grüßte und fragte: "Hallo Severus, haben Sie etwas dagegen, wenn ich auch mit Ihnen frühstücke?" "Nein, warum sollte ich?" sagte Severus gelangweilt klingend zurück. Hermine zog sich ihren Umhang aus und hängte ihn an den altmodischen Garderobenständer, und auch die Leine verstaute sie ordentlich an ihrem Platz, bevor sie sich neben Severus setzte und erklärte: "Ich habe Harry auf dem Flur getroffen. Er wollte heute mit dem Hund rausgehen und da sind wir eben zusammen spazieren gegangen. Tut mir leid, wenn ich deswegen die Zeit vergessen habe." "Nun sind Sie ja hier. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich bereits etwas Kaffee zu mir genommen habe", sagte Severus, bevor er hungrig über das Frühstück herfiel. Mit ihrem Zauberstab wutschte Hermine ein drittes Gedeck herbei, sodass Harry, der genügend Platz gewonnen hatte, sich auch etwas auftun konnte. Während Severus sich am Cheddar gütlich tat, erzählte Harry aufgebracht, als sei es ihm eben erst eingefallen: "Morgen Abend findet ein Ordenstreffen statt. Albus hat gesagt, ich könnte vorbeikommen und mir alles anhören. Und ich kann auch euch beide und Ginny mitbringen." "Wie überaus großzügig von ihm", sagte Severus gelassen. Hermine war jedoch begeistert und sagte enthusiastisch: "Ich komme mit." "Was ist mit dir, Severus?" fragte Harry, der ihn daraufhin starr anblickte, jedoch nicht antwortete. "Was ist? Habe ich etwas getan?" wollte Harry wissen. Severus räusperte sich und brachte es auf den Punkt: "Ich habe Ihnen nie die Erlaubnis gegeben, mich so persönlich anzusprechen." Weil Harry völlig entgeistert seinen Kollegen anschaute, klärte Hermine die Situation auf. "Du hast ihn eben geduzt, Harry." "Hab ich? Ist mir wirklich nicht aufgefallen. Entschuldigung, kommt nicht wieder vor", versicherte Harry, der sich noch immer nicht bewusst darüber war, dass er das wirklich getan haben sollte. Dann wollte er plötzlich wissen: "Was muss man tun, damit sie es einem anbieten?" Hierauf hatte Severus keine Antwort parat, so dass er darüber nachdenken musste, in welchen Situationen er wem die Erlaubnis dazu erteilt hatte. Black konnte er den Mund nicht verbieten, denn der nannte ihn nach Belieben beim Vor- oder Nachnamen und benutzte abwechselnd höfliche oder vertraute Anrede, was alles besser war als das verhasste Schimpfwort. Lupin hielt weiterhin an den alten Gewohnheiten aus der Schule fest, ihn zu duzen und mit dem Vornamen anzureden, was nicht bedeutete, dass Severus ihm gleich machen wollte. Albus war eine Ausnahme, denn der Mann würde ihn wahrscheinlich auch duzen, selbst wenn Severus es sich jetzt nach all den Jahren verbitten würde. Während persönlicher Momente war auch Poppys Anrede persönlicher, wogegen er nichts einzuwenden hatte. Da war auch noch Linda, seine damalige Freundin,
Freunde würden sich in der Regel persönlich anreden und Harry und Hermine, das hatte er beiden gegenüber bereits mehrfach erwähnt, bezeichnete er als seine Freunde. Sein Inneres meuterte jedoch, denn vom Gefühl her war es nicht der richtige Zeitpunkt und ob der jemals kommen würde, war nicht vorhersehbar. Ich sehe keinen Nutzen darin, ihn oder ihnen beiden eine persönliche Anrede zu gestatten, erklärte Severus trocken. Harry war wie vor den Kopf geschlagen, während Hermine einerseits mit so einer Reaktion gerechnet hatte, sich aber andererseits schroff zurückgewiesen fühlte. Wenn Sie beide Ihre Sprache wiedergefunden haben, würde ich gern über unseren morgigen Auftritt beim Ordenstreffen reden, sagte Severus in dem gleichen nüchternen Tonfall, den er gewöhnlich benutzte. Er blickte abwechselnd zu Harry und Hermine, bevor er amüsiert vermutete. Aber wie es aussieht, kann es noch eine Weile dauern. Harry nutzte Hermines Sprachlosigkeit und sagte ein wenig enttäuscht klingend. Albus hat uns eingeladen und ich soll Bescheid geben, wer alles kommen wird, weil Molly Abendessen für alle machen möchte. Wie sieht's aus? Ich werde kommen. Um welche Uhrzeit findet das Treffen statt? Wollte Severus wissen. Abends um 9. Ich werde mit Ginny schon um 8 dort sein, damit wir uns etwas mit Arthur und Molly unterhalten können, erklärte Harry. Wegen der baulichen Begebenheiten befand sich in Severus' privaten Räumen nur ein einziges Oberlicht im Schlafzimmer und durch dieses Oberlicht war eine Posteule hindurchgeflogen, die Severus einen Brief brachte, den er aber nicht öffnete. Hermine erkannte jedoch die Handschrift, da sie schon einmal einen Brief von derjenigen in der Hand gehalten hatte. Oh, schreibt Linda ihn wieder? Er nickte lediglich und langte beim Rührei zu. Was schreibt sie denn so? Wollte Hermine wissen. Wegen ihrer Neugierde blickte er sie strafend an, sodass sie es für besser hielt, den Mund zu halten. Harry schritt ein und fragte nichts ahnend, obwohl er genau wusste, was Sache war. Wer ist denn Linda? Severus war sichtlich genervt, dass dieses Thema aufgekommen war, doch trotzdem gab er, wenn auch recht aggressiv klingend, eine Antwort, indem er sagte: Eine Lebenspartnerin aus vergangenen Tagen. Harry öffnete schon den Mund, um frech nachzuhaken, doch Severus verbat sich das und sagte zähneknirschend: Das reicht als Information. Die Stimmung war auf dem Nullpunkt, dachte Harry, und es war allein seine Schuld, weil er zu sehr gebohrt hatte. Doch immerhin wusste er jetzt offiziell von der Dame, die Severus und Hermine neulich getroffen hatten. Warum sollte Severus früher auch keine Freundin gehabt haben? Er selbst hatte damals Cho als seine Freundin betrachtet, während Ginny für ihn immer diejenige gewesen war, die er von Herzen liebte. Um die düstere, stille Atmosphäre wieder etwas zu enteisen, erzählte Harry stolz. Wissen Sie was, Severus? Ich bekomme ein Denkarium. Severus blickte auf und weitete seine Augen vor lauter Staunen nur ein wenig, bevor er sagte: Tatsächlich? Diese Becken sind nicht gerade erschwinglich und selbst wenn das Vermögen für die Anschaffung ausreichen sollte, heißt das noch lange nicht, dass man eines der seltenen Denkarien, die es gibt, auch angeboten bekommt. Woher? Unterbrechend erklärte Harry: Ein guter Freund des Vaters von Angelina ist verstorben und... Er verstummte, denn auch wenn es Zufall gewesen war, wie er zu diesem Erbstück gekommen war, so hörte es sich doch scheußlich an, wenn er es erzählte. Um ihm zum Weiterreden zu bringen, wiederholte Severus seine letzten Worte. Ist verstorben und? Naja, er wusste, dass ich gern ein Denkarium gehabt hätte und da hat er mich offenbar im Testament bedacht, erklärte Harry am Ende hin sehr leise. Sie werden viel Freude daran haben, wenn ich auch vermuten muss, dass Sie über den sinnvollen Zweck eines Denkariums leider keinen blassen Schimmer haben, weil Sie es als reines Instrument der Unterhaltung sehen werden, sagte Severus, der seinen Teller mit dem letzten Happen Toast leer gegessen hatte
und sich nun eine vierte Tasse Kaffee einschenkte. Hermine, die die ganze Zeit still gewesen war, warf ein: Was für einen Zweck sollte ein Denkarium schon haben? Man kann dort Erinnerungen ablegen und sie sich immer wieder ansehen. Nur widerwillig stimmte Severus zu und sagte: Ja, das ist lediglich die Grundidee. Zu einer Tasse greifend fragte Harry: Wollen Sie es mal sehen, wenn es da ist? Mit steinerner Miene blickte Severus seinen jungen Kollegen an, bevor er erwiderte: Ja, gern. Ich versichere Ihnen, Severus verengte seine Augenlider, dass ich Ihrem Denkarium mit dem gleichen Respekt gegenübertreten werde, wie Sie es getan haben. Es war zu hören, dass Harry kräftig schlucken musste. Sein Gesicht war vor Reue gezeichnet, als er klarstellte: Ich habe Ihnen gesagt, dass es mir leid tut, Severus. Ich schwöre, dass ich bis heute niemandem, nicht Ron, Ginny oder Hermine, davon erzählt habe und das werde ich auch nicht. Diesmal war Hermine nicht wirklich klar, um was es genau ging, denn sie wusste weiter nichts, als dass Harry einmal eine Erinnerung von Severus gesehen haben musste. Als Severus sie plötzlich eindringlich anblickte, hob und senkte sie einmal ruhig die Schultern, bevor sie leise und nicht sehr ernst sagte: Es wäre jetzt wahrscheinlich unangemessen, darum zu bitten, mich aufzuklären, oder? Wegen des gestrigen Vorfalls während des Halloween-Fests fragte Harry interessiert: Haben Sie irgendwas von Draco gehört? Will er die Schule wirklich hinwerfen? Weil Severus ihn so verdattert anblickte, erklärte Harry: Man konnte gestern in der großen Halle fast alles hören, was sie beide gesagt haben. Die Fassung hatte Severus schnell wieder erlangt, bevor er gefühlskalt entgegnete: Ich habe Mr. Malfoy seit dem Vorfall nicht mehr gesehen oder gesprochen und ich habe auch kein Verlangen danach. Für Hermine und Harry war klar, dass Severus wegen Dracos Auftritt noch immer sehr übellaunig sein musste, wenn er von ihm als Mr. Malfoy sprach. Severus fügte unberührt hinzu: Er hat am Montag eine Unterredung mit Albus. Albus, wiederholte Harry leise für sich. Haben Sie mit Albus eigentlich schon gesprochen? Ich meine, wegen der ganzen offenen Fragen. Nein, aber vielleicht habe ich am Montag die Gelegenheit dazu, denn auch ich bin... Severus seufzte. Zum Tee eingeladen. Doch selbst wenn ich nicht dazu kommen sollte, ihn zu fragen, dann werde ich sicherlich nicht davor zurückschrecken, mal zum See zu spazieren, um sein Grab zu inspizieren, sagte Severus trocken. Oh, darf ich da mitkommen? Fragte Hermine enthusiastisch, als hätte Severus eben von einem Picknick am See gesprochen. Spöttisch fragte Severus zurück. Wegen des Spaziergangs oder um einen Blick in das Grab zu werfen? Sie lächelte frech und antwortete: Beides! Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.